Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Der Koch, das 14. exklusive, nein, es ist im Deutschen schwer zu fassendes Ziel, da steht's auch. Er ging gestern erstaunlich leicht über die Bühne. Fand ich interessant. Er hatte leider, ich habe ihn ja eine ganze Weile verfolgt, nicht so viel Story-Hintergrund, nicht so viele interessante Dialoge, wie die anderen schwer zu fassenden Ziele eigentlich immer hatten. Also man hat schon gesehen, ne, der war ja schwer von sich überzeugt, aber ansonsten war das leider ein bisschen schwach, ne, sowohl von der Herausforderung her als auch so von der ganzen Stimmung, von der Story, von der Grundanlage her. Fand ich schade. Wir spielen Situs Inversus. Wir haben nichts weiteres zu tun. Was nehmen wir uns denn heute vor, Jungs und Mädels? Ja, vielleicht sagen wir es so, dass einfach mal persönlich, was wir von ihm halten. Und bei Yuki haben wir schon alles durch, ne? Das heißt, da können wir uns dann irgendwas aussuchen. Vielleicht schieße ich hier einfach einen Kopf oder so. Mal gucken. Kommen wir als Patient eigentlich zu Mr. Sodas rein? Ne, müssen wir eigentlich gar nicht, ne? Wir können es direkt als Chirurg machen, wir starten. Aber was gibt es denn hier noch eigentlich? In dem sich zu erkennen geben? Ja, okay. Und ansonsten haben wir noch den tödlichen Scharfschützen und nur im Anzug das Ganze. Anzugpflicht. Also lautloser Killer, nur Anzug dann natürlich dementsprechend. Ansonsten haben wir schon alles durch. Das ist natürlich, ja gut, dann muss ich mal gucken. Es gibt ja hier noch ein, zwei andere Sachen zu erledigen. Hier die ganzen Entdeckungen relativ abgehakt schon. Tatsächlich, das sind halt alles so Startpunkte und so weiter und so fort. Ja, verkleiden Sie sich als gelber Biker, mal gucken. Klavierspieler, Ziele mit Wurfstern, mit dem Feuer, ja. Hier, ich arbeite dran, Leute, an Honrui da. Ich weiß, Tagträumer will das unbedingt sehen. Ich arbeite dran. Schutzengel kann ich euch heute zeigen, da weiß ich, wie es geht. Namaste und Techman will ich demnächst noch zeigen, da habe ich noch keine Ahnung, wie es geht. Umstyling, ich habe schon auf diesem Stuhl Platz genommen. Ich denke, jetzt ist er tot. Ja, da müssen wir auch mal gucken. Overkill. Weiß ich auch noch nicht. Da mache ich dann vielleicht einfach so kurze Special-Videos dazu, wenn ich da was rausgefunden habe. Auf jeden Fall Schutzengel mache ich heute. Dann werden wir uns zu erkennen geben und Yuki werden wir irgendwie unterwegs erledigen. Denke ich mal. So, Planung. Wir starten im OP als Patient. Wie wollen wir heute starten? Im Operationssaal ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn wir uns zu erkennen geben wollen. Und dann nehmen wir hier die Custom 5 mm mit. Das reicht uns auf jeden Fall. Den Einwegüberbrücker brauche ich den heute. Ich weiß nicht, er macht mir das Leben auf jeden Fall sehr viel einfacher. Achso, ich wollte mal gucken, wenn wir als Patient starten. Wir haben ja beim letzten Mal neue Anzüge freigeschaltet. Also den klassischen Anzug haben wir hier, den Requiem-Anzug, den kennen wir schon. Den absoluten Anzug, mit dem renne ich ja so gerne rum, weil er diese absolut coole Krawattennadel hat. Den Blood Money-Anzug kannten wir auch schon. So, dann gibt es hier den Smoking mit Handschuhen, den schaltet man frei, wenn man in Paris ein schwer zu fassendes Ziel erledigt. Den klassischen Anzug weiß ich gar nicht, wofür man den für 14, für 13. Oder für ein Elusive Target, weiß nicht. Anzug Terminus, das glaube ich der, den man bei 13 freischaltet. Und da sieht er schon ordentlich zerfetzt aus, ne? Hier Schultern abgerissen, Kragen ordentlich dreckig, Krawatte so ein bisschen zerfetzt. Ja, sieht interessant aus, ein bisschen nach Zombie-Apokalypse. Ja, auf jeden Fall, wir werden im Operationssaal starten. Machen das so. Was wollte ich noch mitnehmen, Leute? Na, vielleicht nehme ich noch einen Dietrich mit, dann können wir diese Kästen, die es da überall gibt, einfach öffnen. Ich denke, wir werden heute nicht allzu viel irgendwie hier, weiß ich nicht, mal gucken. Ich lasse mir was Schönes einfallen. So, spielen wir los. Ach, für Yuki habe ich eine ganz tolle Idee. Ja, habe ich eine ganz tolle Idee. Ja, mal That gucken, wie is Eric das. Soda's
Former Training Director at the ICA. Funktioniert. Regrettable. Da bin ich jetzt vielleicht hier am falschen Punkt gestartet, tatsächlich. I see that you have recently terminated your marriage. How is that working out? So, erstmal wollte ich nämlich auf jeden Fall auf den Hof. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo komme ich denn am schnellsten auf den Hof? Hier über die Treppe? Dann gehen wir erst in die Pathologie runter. Was soll's? Nee, erst in die Pathologie runter ist eigentlich dämlich. Weil ich tatsächlich später sowieso dahin muss. Hier komme ich ganz schnell auf den Hof, glaube ich. So, und auf dem Hof, Bewachungskamera hat uns gefilmt, total egal, gibt es dort hinten, achso, hier komme ich wieder nicht überall rüber, über diesen ganz tollen Fluss, ne? So, hier brauche ich dann einen Schraubenzieher. Nachher, hier kann nämlich Yuki... Gibt es den Schraubenzieher? Ne, hier gibt es einen Hammer. Ah, schade. Hier kann nämlich Yuki dann auch ganz klasse erledigen. Und außerdem gibt es hier halt dieses Rohr. Das habe ich bisher immer nicht ignoriert. So, und hier kommt man nämlich, und das ist super, in dieses Zimmer rein, das eigentlich nur Ärzte betreten können. Wo es die Fernbedienung gibt. Also das kann man ganz einfach vom Hof aus machen. Super easy. So, ein Schraubenzieher. Wo kriege ich jetzt einen Schraubenzieher her? Ich weiß nicht. Wir machen erstmal diesen Schrank hier auf, nehmen uns den Schraubenschlüssel mit. Ach, ich glaube, einen Schraubenzieher finden wir gleich unten in der Pathologie, wenn wir die Treppe runterkommen, ne? Eine von den Treppen. Ich meine, das hier müsste sogar die richtige sein. Hoch. Meine ich natürlich, die Treppe hochkommen. Ihr seht schon, Orientierung. Herrlich. Nee, und das ist die falsche Treppe. Hier finden wir nämlich keinen Schraubenzieher. Wir sind halt die Typen. So, und hier müsste es einen Schraubenzieher geben, wenn ich mich nicht irre. Ja, ganz genau. Sehr schön. Oh, okay. Also Schraubenzieher haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir hier sein dürfen. Ich meine, wir haben zwar Zugang da. Achso, dann können wir natürlich gleich hier uns wieder Zugang zu allen Dingsen suchen. You, Mr. Smith. Wait, you were at the Pinecone Place in California. Was ich? Nein. Say you were following me. But you do, so you won't. Right. Younger. So, what the hell are you doing here? No? Silent type, right. Yeah, me first. Okay. All right. I'm with Interpol now. I was working a case. Organ harvesting. Real bad business. I followed the trail. Ich finde es immer noch sehr cool, dass sie hier dieses kleine Easter Egg eingebaut haben. Ja, komm, Junge, laber nicht so viel. Gib mir das Ding und dann ist gut. Okay, now you. You should get out of here. Yeah, good advice. That's right. Oh wait, I found this in the curator's office. Knowing you, Dankeschön. Thanks. Na, natürlich. Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen. So, hier schalten wir schnell die Kamera aus, Aufnahmen aus. Kameraausnahmen. Was sind Kameraausnahmen? So, und für Schutzengel brauchen wir diese wunderbare Fernbedienung hier. So, werden hier einmal die Medikamentendosis erhöhen. Achso. So, und dann werden wir sie gleich wieder runterbringen. Always will be.
So, und dann geht der Mann nämlich weg und da. Da lang geht er. Okay, gut. Werden wir ihm folgen. So, hier einmal kurz verstecken, ne? Wenn er sich da unten umdreht, wollen wir nicht, dass er uns sieht. Und wir hören schon, er hängt jetzt echt finsteren Gedanken nach. Das ist natürlich krass. Und da könnte man jetzt schon eine Vermutung anstellen. So, wo ist er hingerannt? Da ist er hin. Von ihm müssen wir uns ein bisschen fernhalten. Vielleicht nicht so fern, wir wollen ja ein bisschen hören, was er sagt. Also wir dürfen prinzipiell hier sein. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist halt nur, dass uns der Pathologe da durchschaut. Wenn wir nicht vorsichtig sind. So, die unterhalten sich da. So, und hier sieht man schon diesen Bogen, der bei der Schutzengel-Herausforderung, kann ich auch kurz noch mal zeigen, Entdeckung Meisterleistung, der bei der Schutzengel-Herausforderung hier abgebildet ist. This is as good a spot as any. One small step, that's all it takes. From this height, there's no return. No second, third or fourth chances. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Perhaps if I go head first, the fall will crush that cursed microchip first. Fitting in. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Ja, dann springt er runter. Und ich hab's verpasst. Ja, und der Kill wird uns sogar angerechnet. Das heißt, ich mache einen kurzen Cut und lade nochmal. Shit. For one final thought. One defiant act against the darkness. Ja, und er sagt das im Prinzip schon, ne? Er wird sich da also auf diesen Feld stürzen. Für einen letzten Gedanken hat er noch Zeit, um die Finsternis hier zu besiegen. So, und jetzt müssen wir gucken. This is as good a spot as any. One small step, that's all it takes. From this height, there's no return. So, und ich drücke jetzt einfach mal drauf. Oh, und dann dreht er sich zu uns um. Gucken, gucken, gucken. Warum funktioniert Gucken nicht? So, und das müsste eigentlich funktioniert haben. Es wurde jetzt nicht eingeblendet, glaube ich, ne? Ich mache mal hier einfach ein Loch rein. Klink. So, und wenn wir hier runter gucken, sieht man es da schon? Schwer, sehr schwer. So, als nächstes wollen wir uns dann Zutritt verschaffen zu einem der Patientenzimmer. Und Yuki geht gerade ins Restaurant. That is Yuki Yamazaki, das ist natürlich ungünstig. Former lawyer to the Yakuza and current operative for Providence. So, und wir wollen... Welcome,
einfach hier rein und uns die Zigaretten. Oh Gott, wo liegen die? Zigaretten. Liegen doch hier irgendwo, müssen die auch sein. Ich habe nur leider gerade gar keine Ahnung, wo genau. Ach, hier. So, also die nehmen wir uns mit. Dann verschwinden wir hier wieder. So, und Yuki ist jetzt gerade im Sushi-Restaurant, denke ich. Und das heißt, wir werden uns hier, vielleicht schaffen wir es noch, wenn wir uns ein bisschen beeilen. Vielleicht aber auch nicht, weil sie gerade da drin ist. Ja, also die Chance haben wir gerade verpasst. Sir, you do not have clearance. Turn around. Sir, I'm talking to you. Ja, wir tauschen das ja einfach aus und dann gehen wir hier raus. Also der hat uns dabei erwischt. Nicht schlimm. War nicht schlimm. Das wächst auf jeden Fall nach, denke ich mir. Und jetzt müssen wir mal gucken, was Yuki macht in der Zwischenzeit. Ich laufe ja einfach so ein bisschen hinterher. Oder ich könnte auch einfach einen Cut machen, ne? Und dann. Hey, what's up? How are you today, Ms. Yamasaki? Good evening. Haben wir wahrscheinlich genug Zeit, uns um Sodas zu kümmern. Hätten wir. Ach, jetzt steht er da, blockiert den Übergang. Na gut. Ich werde uns mal einen schönen Beobachtungsposten suchen und dann einen Cut machen hier raus. Ja. Und da müssten wir eigentlich von hier oben ganz gut beobachten können, was passiert. Ich weiß nicht, ob wir da auch Ton bekommen. Wir wissen ja im Prinzip, wie das abläuft, ne? Auf jeden Fall mache ich den Cut, bis Yuki hier wieder auftaucht. Und dann geht's weiter, Jungs und Mädels. Yuki Yamasaki betritt also gerade das Sushi-Restaurant. Wird sich hier vorne gleich ein Sushi holen wollen. Das er natürlich nicht bekommen wird. Und dann wird sie dort wieder in ihr Dings gehen, zu ihrem Tisch, der extra für sie reserviert ist, wo wir ihr Zigaretten hingelegt haben, freundlicherweise. Ja, wir sehen jetzt leider nur das Gespräch des Piloten, da läuft sie. Geht dort hinein. Freut sich jetzt über die Zigaretten, was wir leider nicht so richtig sehen können. Oder können wir? Sie schaut erstmal zum Fenster raus, wie es aussieht. Müsste jetzt die Zigaretten bemerkt haben, ne? Sie ist da verdächtig lange. Ja, da steht sie. Man sieht ihre Haare so ein bisschen. Zigaretten, was zu rauchen, wundervoll. Man müsste jetzt eigentlich auf dem direkten Weg hierher kommen. Was natürlich ganz wundervoll für uns ist. Wir sollten dann nur nicht allzu dicht hier an diesem Fass stehen. Ja, da kommt sie rumgelaufen. Und ja, vielleicht hänge ich mich ja einfach hier ran. Ich meine, ich hätte bestimmt auch da oben stehen bleiben können. Oh, komische Leibwächter. Ja, da hat sie sich die Zigarette angezündet, ist noch nicht in Flammen aufgegangen, weil die Zigarette noch zu weit weg ist. So sieht man es, glaube ich, am besten. Ja, raucht da ganz gemütlich, weil ja, uns bemerkt hier keiner. Das ist super geil, wie wir hier hängen. Und dann brennt es da einfach, als sie die Zigarette austreten möchte. Gut. So, und wir werden einfach hier durchklettern. Und
Ja, da habe ich mir gedacht. Wir haben ja hier schon mal mit dieser Konsole rumgespielt. Aber was ja auch nicht so das Problem war. Mal sehen, wenn ich die... dorthin werfe. Ja, vielleicht müssen wir ihm den Spielpartner klauen oder sowas, ich weiß nicht. Hey, anyone here? Stop throwing shit. Ich nehme einfach hier weg und hier muss ich ihn aber auf jeden Fall noch ein bisschen weiter wegbringen. Hier drüben kommen wir rein, das ist kein Problem. Ach, da komme ich sogar rein, ohne den Chip zu haben. Ihr habt es gerade gesehen, neben der Tür, das ist grün geworden. Kann man sich hier umziehen? Da kenne ich gerade. Nee, irgendwie habe ich gerade voll geschielt, ne? Ich dachte, hier rechts läge so ein Verkleidungssack. War aber nicht so. Okay. Gut. Das hätte mich jetzt echt überrascht. Weil ich da schon 3 Millionen Mal dran vorbeigegangen bin. So, die stecken wir mal ein. Beschaut er mich? Nee. Gut, dann würde ich sagen, wir aktivieren mal den Expertenmodus. So, und können wir jetzt hier irgendwie mit dem Typen tanzen? Wir können das Kabel freilegen. Na, wollen wir das einfach mal machen? Dazu müsste ich ihn allerdings kurz weglocken, ne? Das können wir noch mal so wie eben machen. So, er hat's gehört, wunderbar. Whoever threw that, come out. Ja, echt. So, Kabel freigelegt. Allerdings müssen wir jetzt eine Pfütze haben dafür, ne? Muss ich mal gucken. Spielt er alleine vielleicht gar nicht? Ansonsten haue ich den hier einfach um. Ja, und ich hoffe, dass dann das irgendwie, also das ist ja jetzt einfach nur rumexperimentieren hier tatsächlich, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und dann hoffe ich, dass das das Pac-Man die Challenge ist, ne, wenn wir hier alles an der Konsole manipulieren, was wir manipulieren können, und dann dadurch jemand stirbt. Junge, jetzt tanz. Er scheint keine Lust zu haben ohne seinen Kumpel, oder? Gerade dachte ich, er steht auf, er reibt sich mir den Nacken. Nee, er scheint echt keine Lust mehr zu haben. Sollte ich ihn dann vielleicht einfach umhauen, oder? Wie wäre ich denn jetzt los? Ich könnte ihm irgendwas am Kopf werfen, vielleicht. Ich habe echt keine Ahnung, worauf der Typ gerade wartet, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht spielt er nur in Gesellschaft. Ich werde mal versuchen, mich umzuziehen. So, die Dose nehme ich mit. Dankeschön. Vielleicht durchschaut er uns dann auch einfach. Weiß es nicht. Schaut er uns so? Nee. Hi. Hast du nicht Lust, da zu spielen ein bisschen? Ich meine, ich bin auch hier. Wir können gerne zusammen. Hängt er da jetzt einfach nur fest, oder? Ich versuche ihn nochmal mit der Dose irgendwie abzulenken. Weil er da auf dem Sofa festgebracht gewesen zu sein schien, tun haben wollen.
Nah, it's nothing. Ja, sehe ich auch so. Also unser Kostüm scheint hier keine Auswirkung zu haben, auf jeden Fall. So, setzt er sich jetzt wieder hin und macht gar nichts und chillt. Tja, da werde ich ihm wohl irgendwie die Dose am Kopf werfen müssen oder so, ne? Aber vielleicht habe ich auch den Falschen rausgelockt. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden der Pro-Gamer ist. Na geil. Hey, you can... Doch, ich kann. So, ich kann das Ding hier nicht mal wieder reparieren oder so. Ja, okay, also das hat nicht geklappt auf jeden Fall. Sehr schade. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Pro-Gamer hier ausgeschaltet von den beiden. Und der andere spielt halt scheinbar nicht gerne alleine. Umgelaufen. So, und dann habe ich mir mal noch Gedanken gemacht. Also zur Tech-Man-Dingsbums werde ich dann nochmal ein Video nachliefern, wenn ich rausgefunden habe, wie es wirklich funktioniert. So, und jetzt müssen wir ja noch so das umbringen. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja hier die wahnsinnig großartige Möglichkeit, so das zu töten, ohne ihn zu töten. Und dieses, ich glaube jetzt ist er wirklich tot, heißt es, ne? Oder so ähnlich. Herausforderung, Meisterleistungen. Ja, Namaste muss ich auch mal gucken. Das mache ich dann mit Techman zusammen wahrscheinlich und mit Overkill. Ja, ich denke, jetzt ist er tot, ne? Das hört sich ja so an, als wenn man ihn zweimal töten müsste. Und dafür gibt es ja im Prinzip nur eine Möglichkeit. Oh. Dafür gibt es ja im Prinzip nur eine Möglichkeit. Nämlich. Doch, da habe ich ihn. Ach, der ist gar nicht hier, der Patient. Okay, dann. Der ist schon da drin. Ja, geil. So, dann schalten wir jetzt aus. So, und das ist jetzt natürlich auch nur ein Experiment hier. So, und so, das stirbt er nicht sofort, ne? Wenn wir sein Herz klauen. Er liegt ja noch im OP, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob das... Habe ich das Ding in der Hand? Ja, steck ich mal weg. Ach, und das hier könnte natürlich der Mülleimer sein. Den könnte ich jetzt wahrscheinlich noch in die Luft sprengen, das Herz oder sowas. Ne? Das könnte sein. Aber das ist... Time to find an exit. Ah, das scheint nicht der Mülleimer zu sein, wo ich Dinge reinschmeißen kann. So, auf jeden Fall möchte ich zum OP hoch und mich so das offenbaren. Ich glaube, das ist hier der Ausgang, der günstige, ne? Da komme ich auf jeden Fall relativ schnell zum OP. Ha, nein, ich weiß, welchen ich benutzen möchte. Da oben wäre ich natürlich auch erkannt, wenn ich Pech habe. So, deswegen schleichen wir uns hier gleich einmal durch. Und dann gucken wir mal, ob er noch lebt. Und er müsste ja noch leben, ne? Wir haben ja nur sein Herz getötet, nicht ihn selbst. Und dann hoffe ich, dass das einfach das Jetzt ist er wirklich tot freischaltet. Na, sie steht da. Wie kriege ich sie denn da rausgelockt? Damit ich halt nicht sofort auffliege. Mal sehen, vielleicht kann ich hier irgendwie was hinwerfen. Und
ihr dann einen Schraubenschlüssel verpassen oder so. Ja, das hat sie mitbekommen. Richtig. So, ich denke mal, wir können sie einfach hier liegen lassen. Ich meine, ein sauberer Run wird es hier sowieso nicht. So, der da hinten guckt auch die ganze Zeit, ne? Ich glaube, dagegen können wir gar nichts machen. Ja, da einfach rein und ich glaube, am Fußende ist der Interaktionsdings. Nein. Also, Sodas lebt noch. Aber ich kann mich ihm halt nicht zu erkennen geben, scheinbar. Was natürlich doof ist. Ja, vielleicht hätte ich da nicht das Herz töten dürfen vorher. Also das hat schon mal nicht geklappt. Ja, dann muss ich das irgendwie anders machen. Kai manipulieren oder hier das Ding aufladen oder sowas. Ihn irgendwie doppelt töten. Ach, wisst ihr was? Da hauen doch sowieso gleich ab, oder? So, ja, ich denke, jetzt ist der Tod, haben wir auf jeden Fall damit freigeschaltet. Da müssen wir halt beim nächsten Mal nochmal uns zu erkennen geben. Das können wir ja dann auch gleich am Anfang machen. Ne, hier lang will ich gar nicht raus. Hi Leute, alles gut? Ja, das freut mich. Weiter laufen, laufen, laufen. Oh Gott. Ich hasse das, ne, in diesem Level. Da bleibt man halt wirklich teilweise einfach an diesen Türschwellen hängen. Also ein, zwei Dinge können wir hier auf jeden Fall noch erledigen, ne? Techman müssen wir noch irgendwie schaffen. Uns ihm offenbaren, lautloser Killeranzug und so weiter und so fort. Und den Overkill. Ich denke, das werde ich mal mit einem Sprengstoff ausprobieren und sein Herz töten. Ein bisschen was haben wir heute wenigstens geschafft. Den Schutzengel habe ich euch gezeigt. Ich denke, jetzt ist er tot. Und wie man Yuki Yamazaki eigentlich recht elegant erledigen kann. Und man kann sie so tatsächlich auch erledigen, ohne dass man da drin erwischt wird, wenn man die Zigaretten dahin legt. Das geht auf jeden Fall. Für heute war es das nun zu Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!